Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight, dem Finale im offenen Doppel. Und es ist mal wieder ein Klassiker, nämlich Federico und Jamal gegen Thierry und Dieter. Ja, Federico und Jamal kommen aus der Gewinnerrunde, müssen demnach nur 3 Sätze gewinnen. Dieter und ich, wir müssen 4 Sätze gewinnen. Scheint, als hättet ihr euch diesmal für die eher unkonventionelle Taktik entschieden, dass du vorne anfängst. Ja, wollten wir mal testen, wie es läuft. Den Zeitschiedsrichter macht Günet Celik. Und den Schiedsrichter Oktayman. Natürlich toll, toll geblockt von Federico. Und seinen ersten Schuss gut gehalten von Dieter. Ja, dein Pass, sehr gut. Aber auch Jamal hält den ersten Ball. Ja, da bin ich wohl etwas zu schnell beim Durchspielen auf 5er Reihe. Guter Pass. Und gut gehalten. Durch die Mitte zum 1-0. Ja, der war mehr wie genau. Ja, da spiele ich einfach zu hastig. Und der war links vorbei. Ja, Federico ist natürlich auch nicht gerade einfach zu halten. Nee. Kann man nicht sagen, ne? Nee. Deswegen bin ich ja vor. Und der Kobler geht rein zum 1-2. Und Schlusstreffer. Der Block von mir sieht ja ganz schlecht aus. Und wieder durch die Mitte. Die mag er nicht, der Dieter, die mag er nicht. Ja, das war natürlich ein guter Pass. Vorbei. Zweimal gehalten und dann geht der Rebound ins eigene Tor. Bisschen Pech gehabt. Oh, da war nichts zu halten hier. Jetzt im Moment ist er richtig in Fahrt und nochmal durch die Mitte zum Satzgewinn. Das ging ja immer fix. Wir sind im zweiten Satz. 1-0 Führung für Jamal und Frederik. Kurze Beratschlagung. Während die zwei noch mit dem Aufziehen der Griffbänder beschäftigt sind. Der erste Satz, da waren wir gleich weg. Aber war auch durchaus verdient gewonnen. Ja, Frederik hat einen guten Lauf gehabt vorne mit seinen verwandelten Schüssen. Ja, bei ihm. Er hat perfekt gespielt, hat jeden Ball durchgelegt, hat mich selbst gut geblockt, hat sehr gut verwandelt. Da kann man wenig tun. Der Pass ging daneben. Thank you.
Guter Schuss vom Dieter. Drücker schräg oben in die Ecke. Und jetzt wieder die Chance für dich. Na also, links lang. Es geht doch, es geht doch. Aber gleich wieder der Ausgleich. Ja, in dieser Phase bärenstark. Was der Frederico natürlich auch sehr gut macht, ist das Tackling, wenn der Ball im Spielfeld fliegt, mehr oder weniger. Hat man vorhin gesehen, dass er dann sehr schnell reagiert auf der 3 und solche Bälle stoppt. Nicht nur auf 3, auch auf 5. Der 5 gerade auch, ja. So, dann Timeout bestimmt. Beim Schießen lässt er sich ja immer gerne, nutzt die Zeit voll aus, und das mag der Dieter ja gar nicht. Oh, der wäre beinahe reingekullert. An Tisch Nummer 3, Nassau gegen... Schau mal, versucht nochmal einen Schieber von hinten, aber nicht so ganz gelungen. An Tisch Nummer 4, Benjamin gegen Björn Hoffmann. Benjamin gegen Björn Hoffmann, Tisch Nummer 4. An Tisch Nummer 6, Matt Martigan gegen Eisbär. Matt Martigan gegen Eisbär an Tisch Nummer 6. Sehr gut geschossen. Ja. Bei dir klappt es im Moment mit den Pässen nicht ganz so gut. Nee. Bei mir ist halt auch das große Problem, die fliegenden Bälle, die fange ich auch zu wenig. Ich habe praktisch nur die Bälle auf der Dreierreihe, die ich auch wirklich durchlegen kann. Wenn sie denn durchgehen. Wieder 4-1. Macht er noch einen Schlenzer und zur 4-1 Führung. Tisch Nummer 5. Quick Draw and Draw gegen Prinz gewinnt. Quick Draw and Draw gegen Prinz gewinnt, Tisch Nummer 5. Ja, schön. Meine Quote ist jetzt im Moment auch nicht schlecht, aber zu wenig Bälle. 3 Bälle, 2 Tore. Taktischer Wechsel. Gehalten. Und der kullert auch noch rein zum Anschlusstreffer. Tisch Nummer 2, Balek Amateur gegen Fred von Jupiter. Balek Amateur gegen Fred von Jupiter, Tisch Nummer 2. Ein Mannpass. Doppelberührung. Gut gesehen. Vom Schiedsrichter. Jetzt wird es doch nochmal eng nach 4-1 Führung. Jetzt ja, die Chance zur Ausgleichung. Ja, nochmal taktischer Wechsel. Mal, ob der so klug war. Ja, Federico hat auch getauscht.
Ja, der hält den Ball. Er hat zu schnell geschossen. Auch. Und dann macht er auch noch von hinten den Satzball. Damit 2-0 Führung für Jamal und Frederik. Jetzt wird's eng, jetzt sieht's. Dritter Satz bei 2-0 Führung für Jamal und Frederik. Das heißt, ihr müsst euch jetzt natürlich schon sehr anstrengen, um noch zwei Sätze Rückstand aufzuholen. Und außerdem kommt ihr aus der Verliererrunde, während die beiden jetzt also nur noch einen Satz gewinnen müssten. Das heißt, wir müssen jetzt praktisch vier Sätze in Folge gewinnen, um das Finale für uns zu entscheiden. Nicht gerade rosige Aussichten. Salle gegen Multitalent, Tisch Nummer 13. Das Aufziehen dieser Tennis-Grip-Bänder doch immer ein bisschen langwierig. Jetzt bin ich ja doch vorne. Doch nicht getauscht. Dann haben wir gleich die Rechnung. War gut gehalten. So. Aktisch Nummer 11, Ronny Falk gegen Aktisch Nummer 7. Ronny Falk gegen Bayern München. Ronny Falk gegen Bayern München, Aktisch Nummer 7. So, am Tisch Nummer 11, der Undertaker. Noch genau eine Minute Zeit am Tisch zu erscheinen. Schöner Pass. Und die Führung. Ein ganz neues Gefühl. Jetzt taktischer Wechsel, Dieter geht nach vorn. Das hat wohl der Schiedsrichter gesehen. Wieder vorne. Aber in dem Timeout lässt dich wieder vor. Und Federico im Tor. Führung. Das sieht doch schon was besser aus jetzt. Jamal bleibt vorne. Was war jetzt? Weiß auch nicht so genau. Ich glaube, er hat nicht gefragt, ob ihr fertig seid oder sowas. Vielleicht waren wir auch noch nicht fertig. Vielleicht haben wir noch beratschlagt, wer jetzt vorgeht, wenn ich schon mal vorne bleibt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, Dieter war, glaube ich, noch dran an dem Ball. Aber er geht rein. Toller Pass. Und auch der geht rein. Und damit der Ausgleich zum 2-2. Getauscht ohne Ende. Die Taktik beherrscht das Spiel. Oh, guter Pass. Da verliert er den Ball. Ja, fast so einen wichtigen Spielstand. 2-2.
Naja, aber bei so einem Spiel ist jeder Spielstand ein wichtiger Spielstand. Also mein Block ist hier jetzt nicht vorhanden. Jetzt lässt der Federico wieder nach vorne, nehme ich an. Ja, das wäre auf jeden Fall taktisch klug. Ja, und so machen sie es auch. Ja, wir haben auch gewechselt. Oh nee. Ja, schade. Gerade wollte ich sagen, die Entscheidung war richtig und dann kullert noch ein 1-Tor. Das war wohl nix. Jetzt müsst ihr nochmal alles geben. Zu dem Zeitpunkt haben wohl eher die Torhüter den Ball wie die Stürmer. Federico probiert es mit Pässen. Klappt auch. Mal sehen, was Jamal daraus machen kann. Nix. Oh, da hat er Glück. Eigentlich schon geblockt und dann rollt der Ball doch noch zu ihm. Ja, man muss sagen, dass beide stärkere Mittelreihe haben zu dem Zeitpunkt als ich. Ist ja ausgeholt. Dagegen ist die Trefferquote von der 3 jetzt bei Jamal gegen Dieter im Tor nicht so gut. Das war jetzt, glaube ich, schon der dritte Versuch. Wieder eine Diskussion. Naja, bei 3-2 hätte er schon einen oder Ball verwandeln müssen, um hier eine kleine Vorentscheidung zu erreichen. Ich glaube, es waren einige Bälle mehr wie 3, die er hatte bei 3-2. War natürlich im Prinzip ein guter Pass, aber er kriegt ihn nicht gestoppt. Versucht's nochmal. Glück, dass der Ball zu ihm zurückläuft und beim dritten Passversuch kommt er dann doch noch durch. Aber beim Tor ist dann wieder Endstation. Ja, und jetzt ist er drin. Damit 4-2 und jetzt fehlt den beiden nur noch ein Ball zum Matchgewinn. So, im Tennis würde man jetzt sagen, 3 Matchbälle. Nur noch 2. Ja, zu diesem Zeitpunkt. Auch wieder gut gepasst. Matchball. Timeout, ich nehme an, Frederik soll nach vorne gehen und das entscheidende Tor machen. Mal sehen, wechselt ihr auch nochmal. Ich
denke schon. Ja. Der erste Matchball für Frederico. Und gehalten. Und sofort im Gegenzug das Tor von hinten. Oh. Matchball oder Satzball. Und er macht es. Zwei Tore von mir. Paul ist der Killer. Damit nur noch 2-1. Vierter Satz, 2-1 Führung für Jamal und Frederik. Trotzdem noch ein weiter Weg. Ihr müsstet immer noch drei Sätze gewinnen, während den beiden einer reicht. Gegen Leute von dem Kaliber natürlich äußerst schwierig. Aber nicht unmöglich. Auch im Tischfußball ist eben alles möglich, so wie im richtigen Fußball. Tisch Nummer 2 mit der Bolleck-Verlust. Michael Kaiser, Bolleck-Amateur, Tisch Nummer 2. Die da vorne jetzt. Wird wieder getauscht. Schönes Tor. 1-1, wieder Wechsel. Die beiden wechseln nochmal, Jamal geht nach vorne. Und Dieter bleibt vorne. Jetzt wird ja bald mehr gewechselt als gespielt. Federico bleibt im Tor. Ah, schön. Zwei beide. Jetzt wird wieder gewechselt. Die hat halt auch einfach den besseren Block als ich. Auf der Fünferreihe. Ja, deswegen habt ihr jetzt da in dem Moment wahrscheinlich auch gewechselt, damit er den. Ja. Er blockt ihn besser auf Fünfer und ich halte ihn zu dieser Phase etwas besser. Dieter schießt selbst. Nächstes Mal wird er dann wahrscheinlich, wenn er den Ball vorne hat, wieder Timeout nehmen und dich schießen lassen. Nachdem er jetzt gerade einen Fehlversuch hatte. Jetzt hat er wieder. Schauen wir mal. Nein, er macht es nochmal selber und diesmal ist der Ball drin, rechts dran. Tisch Nummer 12, Magic gegen der Rechter. Magic gegen der Rechter, Tisch Nummer 12. Was der Bälle fängt. Oh.
Da sieht man mal wieder, was er für Reaktionen hat. Also das macht eben die Spielpraxis und das ständige Training, dass man dann solche Bälle, die vorbeigeflogen kommen, gestoppt kriegt. Guter Block. Ja, die Wechselgeschichte hat sich bisher bezahlt gemacht. Ja, bisher ist die Taktik voll aufgegangen. Mal sehen, jetzt lässt er dich wieder nach vorne. Mal sehen, ob es auch diesmal aufgeht und du das Tor machst. Jetzt steht Frederico unter Druck. Taktik ist aufgegangen, 4-2. Jetzt die beiden wechseln nochmal, Jamal geht nach vorne. Macht den Anschlusstreffer zum 4-3. Satzball. Nee. Abgewehrt. Zweite Chance. Und der ist zweite, drin. Der ist drin. Satzausgleich zum 2-2. So, wir sind im fünften Satz. Es steht 2-2. Aber wie gesagt, da Jamal und Federico aus der Gewinnerrunde kommen, reicht ihnen ein weiterer gewonnener Satz, während Thierry und Dieter müssten immer noch zwei Sätze gewinnen, um das Finale für sich zu entscheiden. Diese Finalpaarung ist ja übrigens für Leute, die vielleicht beim Tischfußball noch nicht so lange dabei sind, ist einer der Klassiker der letzten Jahre. In, ich würde mal sagen, 80% aller wichtigen Endspiele standen sich also diese beiden Teams gegenüber, die auch beide schon eigentlich alles gewonnen haben, was es so zu gewinnen gibt. Diverse deutsche Meisterschaften, Europameistertitel. Federico ist auch mehrfacher Weltmeister. Sind also in Europa sicherlich so die Top-Leute vertreten hier. Du selbst warst ja auch schon Europameister, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, damals habe ich mit Dieter im Doppel und Frederico und Ismail gespielt, auch ein belgischer Topstar. Und dieses Match ging dann auch damals ganz knapp 5-4 im letzten Satz für zugunsten Didas und mir. Ja, das war natürlich ein tückischer Schuss zum 2-0. Hat aber auch ganz genau getroffen. Ja, dass Federico sich traut, in so einer Phase dann auch solche Schüsse zu machen, die er eben normalerweise selten verwendet. Da muss man natürlich auch schon einiges an Selbstbewusstsein für haben. Ja, da hat er genügend von, denke ich. Ja, ich denke es auch. Er spielt auch so immer recht unbeschwert. Ja, das stimmt. Er ist ja auch einer der wenigen, die dann auch bei kritischen Spielen beim 4-4 plötzlich zum Beispiel Pässe spielen, hinten gegen die Rückbande und ihn dann vorne wieder fangen. Ja, ich halte davon nichts von dem. Was ja manche Leute auch zur Nachahmung anregt. Ja, da hatte ich gerade so einen Typ-Partner, der hat das dann auch probiert. War in dem Fall dann wenig förderlich. Nicht die richtige Entscheidung, aber. Naja. Hiermit grüße ich ihn natürlich. Den Passgott vom Typ. Ja, Ausgleich. Der gibt nochmal richtig Gas zum Ausgleich. Blutgeleckt sozusagen.
Er blockt auch relativ gut jetzt auf 5er. Ja, in der Phase gut in Form. Das Problem ist, er bekommt den Ball immer wieder. Rebound sozusagen. Zwei, zwei, wichtig. Gut gehalten, aber er kriegt wieder eine Chance. Und wieder gut geblockt. Und wieder hat er den Ball. Ja, das ist eben das Problem. Er kriegt einfach viele Bälle. Dadurch, dass er beim Passen eben ziemlich gut ist, aber eben auch viele Bälle fängt, die irgendwo vorbei fliegen. Und beim dritten Versuch. Ja, auf Dauer ist er eh kaum zu halten. Also drei Bälle nacheinander gegen ihn zu blocken, ist eben so gut wie unmöglich, würde ich mal sagen. Schwierig. Wieder vorne. Aber Jamal hält. Ja, guter Schuss. Diese fliegenden Bälle, die bekommen wir einfach zu wenig. Kurze Diskussion. Timeout, mal sehen, ob er Jamal schießen lässt oder ob Frederik sich nur ein bisschen entspannen will. Ja, ich glaube nicht, dass er schon mal freiwillig schießen lässt. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich will er doch lieber selber. Gerade bei 3-2. Und von den beiden halt doch Frederik die größere Quote hat auf der Dreierreihe. Ja, und schon wieder gut geblockt, aber er kriegt den Ball halt zur zweiten Chance. Ja. Den hätte die da auch haben müssen jetzt, den letzten. Auf Dreierreihe. Schon hat er wieder. Das ist dritte Chance und wie gesagt, dreimal nacheinander. Das ist halt schon sehr schwierig. Ah, du zeigst es nochmal, wie es geht. Rausschießen ist natürlich auch nicht so der Hit. Ja, und dann macht Jamal ein Tor von hinten, natürlich wichtig in dieser Phase. Ja. Damit liegen sie 4-2 vorne. Oh, und der Anschlusstreffer. Der war wirklich gut geschossen. Hat die der Block gut, aber er bekommt die Bälle immer wieder. Und dann dieser Schuss zum Abschluss, der Sieg für Frederik und Jamal, die sich natürlich auch entsprechend freuen.